der Feuerwehr. In einer Schreinerei an der Weiherhofstraße war am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Und als die Flammen gerade gelöscht waren, legte das Feuer noch mal nach. Sie löschen schon wieder. Gleich zweimal müssen die Krefelder Feuerwehrleute heute ran. Mit voller Besetzung sind sie im Einsatz. 80 Leute kämpfen gegen das Feuer, das zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon längst keins mehr sein sollte. Nachdem wir die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet hatten, sah es heute Mittag eigentlich so aus, als wäre die Sache im Griff. Wir haben uns dann teilweise zurückgezogen bis auf eine Brandwache, die dann allerdings relativ schnell uns wieder auf den Plan gerufen hat, weil dann doch offensichtlich das Lacklager dann noch in Brand geraten ist und dann noch mal zu einer Durchzündung der Halle geführt hat. Aber der Reihe nach. Gegen 4 Uhr in der Nacht bricht das Feuer zum ersten Mal aus. Meter hoch schlagen die Flammen, als die Löschtrupps anrücken. Zu der Zeit weiß noch niemand, was sich in dem Gebäude einer Schreinerei genau befindet. Doch schnell ist klar, Menschen sind zum Glück nicht drin, aber das Gebäude ist nicht zu retten. Die Feuerwehrleute können nur noch die umliegenden Häuser schützen. Am Vormittag dann die erste Entwarnung. Keine Flammen mehr zu sehen, nur noch Rauch. Was hier aussieht wie Schnee, ist Löschschaum. Der soll die letzten Brandnester ersticken. Wir haben das Gebäude mehr oder weniger mit Schaum geflutet, weil wir an alle Brandnester nicht reinkamen. Das Gebäude ist massiv einschutzgefährdet, deswegen konnten wir jetzt nicht in dem Gebäude Brandnester bekämpfen. Doch der Schaum reicht nicht, das Feuer bricht ein zweites Mal aus. Diese Gefahr, genau der Grund, warum immer mindestens ein paar Feuerwehrleute vor Ort bleiben. Das kann natürlich passieren, deswegen hat man ja eine Brandwache, um auf solche Fälle dann vorbereitet zu sein. Und dann musst du dann natürlich dann nochmal massiv angreifen, um die Sache dann jetzt endgültig in den Griff zu bekommen. Im Moment sieht es so aus, als hätten wir die Sache jetzt im Griff. Jetzt bleiben wir natürlich hier, bis wirklich alles aus ist. Das kann noch bis in die Nacht dauern. Wie hoch der Schaden durch das Feuer ist, ist noch unklar, genau wie die Brandursache. Die Ermittlungen dazu können aber frühestens morgen beginnen, wenn die Feuerwehr ganz sicher ist, dass das Feuer nicht ein drittes Mal ausbricht. Auch wenn der Winter derzeit das